Von der Politik jetzt in die Motorsportwelt. Dort ist Monisha Kaltenborn ein bekanntes Gesicht. Ihre Karriere hat sie im Sauber-Rennstall als Juristin gestartet und dort ein bisschen später auch gerade als Teamchefin übernommen. Seit 4 Jahren ist die Österreicherin mit indischen Wurzeln CEO eines Unternehmens im E-Racing-Bereich. Ich bin sie besuchen. Hier im Circle am Zürcher Flughafen ist einer der 5 Standorte des E-Sport-Unternehmens Racing Unleashed. Ich treffe mich mit Monisha Kaltenborn, um mehr über den Ort und ihre Karriere zu erfahren. Hallo, Frau Kaltenborn. Schön, Hallo. Dass Sie vorbeikommen darf. Schön, dass Sie da sind. Wo bin ich hier und was kann man hier machen? Unsere Rennsimulatoren sind hier. Hier haben Sie hoffentlich ein gutes Fahrerlebnis, können an unserer Challenge teilnehmen. Also hier soll man den Rennsport erleben. Aber ich würde Ihnen vielleicht gerne von oben das noch mal zeigen, wenn ich Sie so bitten darf, mit hochzukommen. Wer kann zu euch kommen? Eigentlich jeder, der Motorsport erleben möchte. Das sind ganz junge zum Teil natürlich, die das auch durchaus als Karriere sehen. Und wie nah ist es an der richtigen Formel 1? Was ich so höre von den Rennfahrern, die Profifahrer, die für mich ja auch schon an der Rennstrecke gefahren sind. Es ist sehr realitätsnah. Sie waren Teamchefin bei Sauber. Weshalb haben Sie zum E-Sport gewechselt? Das war für mich eine ganz natürliche Weiterentwicklung. Denn bereits in der Formel 1 arbeitet man ja sehr viel mit Simulationen. Sei das jetzt aus Kostengründen, sei das aus Effizienzgründen. Es ist natürlich im Zeitalter der Digitalisierung der Weg nach vorne. Monisha Kaltenborn ist in einer Branche daheim, die vorwiegend von Männern dominiert wird. Das sei aber nie ein Problem für sie. Danke. Dankeschön. Man selber merkt es ja gar nicht so, wenn man dann als erste Frau diese Funktion hat. Denn man selber ist ja, wer man ist und geht einfach die Aufgabe an. Und wie haben die Journalisten oder die Leute drumherum auf sie reagiert? Natürlich gibt es immer Einzelne, die halt Mühe damit haben, dass eine Frau so eine Funktion hat. Was muss man denn als Frau mitbringen, damit man es an die Spitze schafft und auch dort bleibt? Sie müssen in ihrem Bereich gut sein. Eine gute Ausbildung hilft. Sie müssen die Kompetenz mitbringen. Vielleicht ist noch heute ein zusätzlicher Aspekt, dass sie bereit sein müssen, zu akzeptieren, dass sie härter dran genommen werden. Dass man fast schon manchmal unfair auch mit einer Frau umgeht, nur weil sie eine Frau ist. Und man fast doppelt so gut sein muss und eher Dinge hinnehmen muss, verkraften muss im Vergleich zu einem Mann. Was waren schwierige Zeiten? Die schwierigen Zeiten waren natürlich immer die, wo die Performance nicht gut war. Da war es nicht einfach, die Mannschaft zusammenzuhalten, denn Formel 1, Formel 1 Team ist ja eigentlich ein Teamsport. Das heißt, sie müssen eine gesamte Mannschaft haben, die mitzieht und eher die Situation zu erklären, aber ihnen auch das Gefühl zu vermitteln und die Sicherheit, man ist da und man wird sie durch diese Krise führen. Und dieses Vertrauen muss man gewinnen. Und das war ja dann Ihre Aufgabe. Das ist so, wenn man vorne steht und das muss man auch selber erledigen und seine ganze Mannschaft hier durchführen. Das wird auch erwartet. Wie sieht es denn hier aus in der Lounge? Wird das auch mehr von Männern besucht als von Frauen? Das ist so. Und vor allem ist das natürlich bei den Challenges in Wettbewerben so, dass wir viel mehr Männer als Frauen und junge Mädchen haben. Aber Frauen können auch gut fahren. Absolut. Dann darf ich mich mal versuchen. Auf jeden Fall. Da werden Sie ein paar Tipps brauchen und eine Einführung. Und genau dafür haben wir unseren Lounge-Supervisor Roy da, der Ihnen die geben wird. Im Simulator haben wir dann nachher Gas und Bremse. Sprich, wie beim Automatikfahrzeug eigentlich auch. Zum Einsteigen, da kann man einfach auf den Sitz draufstehen. Genau. Also wäre es der Boden. Sie sind Aktivgurte, sprich, die simulieren nachher die Gehkräfte, wie beim Auto auch. Dann mit dem Lenkrad noch zusammen. Ich wünsche mal viel Spaß. Danke vielmals. Wow. Ja.
Ja, es wird einem ein bisschen dusselig. Das macht schon richtig Spaß, aber ist gar nicht so einfach. Da muss man schon ein bisschen üben, bis man das richtig kann. Das ist so, das soll ja auch so sein. Frauenförderung ist Ihnen ja ein persönliches Anliegen. Wie setzen Sie sich dafür ein? Das mache ich schon recht lange. Also das geht ja schon auf die Sauberzeit zurück. Dort haben wir uns natürlich sehr auf die Fahrerinnen fokussiert. So bin ich ja auch Gründungsmitglied bei der Women in Motorsport Commission. Hier kann man so viel machen, man hat so viele Möglichkeiten. Wir versuchen sie auch hier den jungen Mädchen anzubieten. Wir haben auch zum Beispiel bei uns im IT-Bereich in führender Position eine junge Dame, die das hervorragend macht. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass nach wie vor viel weniger Frauen in Führungspositionen sind? Es fehlt sehr oft daran, dass sie die Chance kriegen. Und das ist das Wichtigste. Man muss den Frauen, den Jungen, die Chance geben, dass sie sich genauso beweisen können. Was ist denn Ihr persönliches Erfolgsrezept? Das Wichtigste ist, dass man wohl überlegt und Schritt für Schritt immer in seine Richtung geht, von der er überzeugt ist und auch das Durchhaltevermögen hat. Ganz herzlichen Dank, dass ich vorbeikommen durfte. Ich danke Ihnen.